Hallo liebe Clara, wir begrüßen unsere Praktikantin heute mit im Kreise. Sie wird 14 Tage uns begleiten und ihre Erfahrungen zum Thema Waldpädagogik ein bisschen aufbessern. Hallo liebe Eltern. Hallo liebe Naturkinder. Wir sind wieder draußen für euch unterwegs und haben vor uns ein Blütenmeer von blauen Kornblumen, die wir in Weiß, aber auch in Violett finden können. Eine Pflanze, die ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerraum kommt und über das Einkaufen von Saatgut der Bauern sich weltweit breit gemacht hat. Mittlerweile sehr wichtig für die Bienen und für die Hummel, die nutzen das als Nahrungsquelle, das ist eine ganz tolle Sache. Aber auch wir als Menschen können da draus was machen. Wir können nicht alle Teile nutzen, wir können die Blüte nutzen, aber von der Blüte auch wieder nur einen kleinen Teil, nämlich die Blätter, da hat Nettie was vorbereitet. Mhm, genau. Und da würde ich an Nettie auch schon einmal übergeben. Ja, also Clary und ich haben eine Idee entwickelt heute, und zwar ist es möglich, dass ihr diese Kräutermühlen oder Gewürzmühlen bestellt, blanco sozusagen. Und dann könnt ihr sie nach Belieben füllen. Und ich fand die Idee großartig, diese Blüten von den Kornblumen zu trocknen und dann zu variieren mit zum Beispiel. Also Clary hat hier die Blüten, die trocknen wir noch. Und dann könnt ihr natürlich, wir haben hier jede Menge, was die Kinder natürlich besonders zauberhaft finden werden, sind Liebesperlen, aber auch weißer Pfeffer, Rosmarin, grobes Meersalz, roter Pfeffer, also da sind natürlich keine Grenzen gesetzt und das könnt ihr ja auch nicht nur mit Kornblumen machen, sondern ihr könnt auch Rosenblätter trocknen und die verfeinern und dann diese Mühlen bestellen und eigene Kräutermischung genießen. Das war's für heute. Eine tolle Idee. Denkt nur dran, nur die Blüten zu nutzen. Nur die Nicht Blüten. Den Blütenkelch. In dem Blütenkelch sind Gerbstoffe und Gerbstoffe schmecken bitter und können, wenn ihr zu viel davon esst, Bauchschmerzen machen. Also, richtig. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.